Ja, liebe Freunde, heute werden wir uns mal wieder bei Company of Heroes 2 ein bisschen rumschlagen. So richtig zufrieden war ich ja beim letzten Mal nicht, aber lange übel, wer Meister werden will. Ich brauche immer so eine Anlaufzeit von mindestens, boah, keine Ahnung, kommt drauf an aufs Spiel. Ich schätze mal, ich werde so 30, 40 Spiele Minimum brauchen, um halbwegs gut zu sein, um eingespielt zu sein. Ja, wer bei mir verfolgt hat hier mein War Thunder, der weiß, das ist jetzt auch das 14. oder 15. Spiel, da sieht man dann schon den Unterschied im Gegensatz zum Anfang, ne? Da merkt man dann schon, dass es dann deutlich besser läuft, ne? Bei mir fehlt hier eben halt noch die Abstimmung, ne? Der Plan, den ich immer habe, der muss auch umgesetzt werden und ja. Mal gucken, wie es heute läuft. Das ist immer schlimm, wenn man meint, man müsste jetzt irgendwas Neues ausprobieren, außer Heroes and Generals. CPU-Cookie. Wieder gegen die Briten. Oh, lass mich raten, da steht hier die Bofors-Geschützstellung irgendwo im Wald und campt. Warum ich jetzt keine Russen kriege, weiß ich auch nicht. Ist den Leuten zu armselig. Die Karte ist ja lustig. Da ist er ja klar im Vorteil. Wenn er es diese schafft, diese Position einzunehmen, dann sieht's gut aus für ihn. Weil dann kann er zwei Punkte gleichzeitig halten. Wenn er die Seite hier hält, hat er gewonnen. Sollen wir etwas? Wir sind unterwegs. Was wollen Sie? Ausrücken, Also Pioniere. werden wir jetzt erstmal elegant. Elegant. So weit außen wie möglich. Befestigter Bereich wird gebaut. Mit dem Ele und dem Pfand werde ich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Also jedenfalls versuche ich immer heute aufzustellen, wenn es sich ergibt. Wenn es sich machen lässt. Pioniere erwarten Befehle. Wir haben es Wir nehmen gebaut. das ein, ganz sicher. Oh, hier stehen zwei Punkte nebeneinander. Oh, das ist aber schön. Ein MG-42-Trupp ist bereit zum Oh, Einsatz. ganz wichtig, hier jetzt einen Mörser oder sowas hinzukriegen. Eine Tür finden. MG. Ich brauche MGs. Pioniere! Und ein Mörsertrupp. Das Vaterland ist gewachsen. Bei unserer Ehre, das gehört euch. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Marschieren zum Erobern. MG-42-Trupp bestätigt. Leg dich andersrum. Der wird da garantiert seine böse, böse, böse Bofors-Geschützstellung aufbauen. Da wette ich drauf. So, gleich mal ranholen, was geht. So, hier die wichtigsten Punkte ist der hier wahrscheinlich wieder. So, erstmal ein Mörser, dann auch noch ein MG. Ich spiele ja wieder auf Mörser, MG. Also standardmäßig. Es steht ein Mörsertrupp zum Einsatz bereit. Marschieren wie befohlen. Mörsertrupp ist unterwegs. Pioniertrupp in Bewegung. Ich habe das eingenommen, ohne dass ich da irgendwie Verluste kriege. Wir brauchen noch ein MG. Wir haben so wenig Einheiten. Ein schönes Fleckchen Erde. Wie können wir helfen? Finde ich ja gar nicht gut. Und ich brauche hier noch ein Wir haben Deckungs-MG. etwas für das Vaterland Hier noch ein angenommen. MG und Zeit da noch hier ein zu MG und hier noch verschwinden. ein MG und da noch ein MG. MG, 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 MG. Es sind so viele schöne Gebäude. Ah, hier ist keiner. Das hab ich mir schon gedacht. Okay. Kriechen. Hey, Bams, Junge. Genau deswegen steht da mein Mörsertrupp. Der mörsert jetzt alle weg. Komm schon. Mörsertrupp! MG? Oh ja, natürlich hat er alles auf die Flanke gelegt.
Beeilung, 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 Beeilung. Du schießt weiter nach da. Was wollen Sie? Laufen, 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 laufen. Territorium gesichert. Vorwärts, Marsch. Warum hat er jetzt alles auf die Position gezogen? Das ist zwar ganz... Mag ja ganz clever sein auf eine Seite, aber... Ob das jetzt so clever ist? Ja, ist gut. Ja, das ist der MG-Trupp. Zack und Rückzug. Jawohl. Jetzt machen wir Mörser-Spam. Jetzt geht aber rund hier bei mir. Alter, ich brauche jetzt ganz dringend Flankendeckung. Ja, wenn der nicht kommt, ne? Wenn der nicht kommt, dann befestigen wir jetzt erstmal die Stellung. Können wir in die Richtung gucken? So. Das MG geht jetzt nämlich clevererweise hier irgendwie auf die Straße und hält genau diesen Straßenzug. So. Mörsertrupp erwartet Befehle. An mir ist gar nichts kaltherzig. Ich rege mich sehr schnell auf. Bewegung, Pioniere! Wir sind fertig. Moa. Zeit zu gehen. Ja, ich nehme auch ganz gerne die ganze Einheit. Pioniere zu allem bereit. Okay, nix. Und los geht's. Ein paar Granadiere, Pioniere, Granadiere, Pioniere. Pioniere, Granadiere. Bemörsern wir doch einfach mal. Spammen wir doch einfach mal. Der Feind erobert unser Gebiet. Das ist jetzt dreist. Wir haben einen neuen Grenadiertrupp. Pioniertrupp! Los, Bewegung! Wir sind bereit. Ja, dann wollen wir doch mal rüber gucken. Wir haben ja jetzt hier erstmal einen MG-Bunker zur Sicherung aufgestellt. Wir müssen gehen. Wer hat jetzt Angst vor wem? Hm? Wer ist als erster am Haus? Ja! So, mein Freund. Mörser for the win, verdammt, oh yeah. Wo ist denn ihr Mörser? Ich habe garantiert irgendwo eine Mörser-Geschützstellung aufgebaut, da wette ich drauf. Steht das Ding? Ach, da hinten. Alter, der mörsert jetzt alles zu. Da müssen wir jetzt aufrücken. Gehen wir, Pioniere. Update. Was wollen Sie? Grenadiere. Wie lauten Ihre Befehle? Macht Ihnen die Hölle heiß. Wir haben ein Trommelfeuerziel. So. Das nehmen wir ein. Sichert die Hafen, die Schweine. Wir wurden befördert. Jawohl. Sind in Bewegung. Raus, Grenadiere. Nehmen Gebiet ein. Kontakt. Ist das mein Blut? Grenadiere marschieren. Ich suche das Territorium. Grenadiere bewegen uns ins Rücken vor in feindliches Gebiet. Ich bin getroffen. Grenadiere, es ist Zeit zu gehen. Schützenpanzerwagen können nun Panzerabwehr bieten. Die rennen jetzt eiskalt. Der Trupp wurde getötet. Er kann die Festung befestigen. Wir haben Verluste erlitten. Ja, ich weiß, dass wir Verluste erlitten haben, aber wir haben die halbe Map und er nicht. Diese Bastarde schießen auf uns. Wir brauchen sie in die Rekonstruktion. Wir werden das Gelände erobern. Wir rücken vor. Bewegung, das Vaterland ist gewachsen. Nee, mein Freund, da steht immer noch mein MG. Schieß! Unsere tapfere Infanterie fällt. Jawohl, Rückzug. Wir haben den Mörsertrupp erledigt.
Ey, diesen scheiß Panzer schon her. Er hat null Treibstoff hier auf dem Spielfeld. Holt er sich den Mörser. Gut, holt er sich den Mörser. Mein Freund, die andere Seite gehört mir. Ich hab Zeit. Wie viel du davon noch hast, weiß ich nicht. So, Treibstoff gehört mir. Wir brauchen ganz dringend jetzt die Panzergranadiere. Bei unserer Ehre, das gehört uns. Auf uns ist Verlass. Wir werden das einnehmen. Er macht den Fehler, dass er keine Seitenverlagerung macht. Das ist sein Problem. Nee, ich brauche jetzt erst die Panzergranadiere. Ich kann hier nicht schön alles mit MG-Bunker abdecken und am Ende steht hier nachher gar nichts mehr. Okay, Rücken aus. Zieht sich zurück? Warum? Warum zieht er sich zurück? Er war gerade am Vorrücken. Gut, er hat den Mörserbunker verloren. Der war jetzt gerade wichtig, dass ich den gekriegt habe. So, die Panzergranadiere. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Ja, den kann er wieder haben. Ja, das ist mutig, doch. Der weiß aber schon, dass das Spiel nicht von diesem einen Punkt hier abhängt. Ne? Also so soll es sehen. Der Feind greift uns an. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Gewehrgranate laden! Ich hab Zeit, und du? Bams. Alter, er macht hier den mit dem Bams, Alter. Man hat uns frische Panzergrenadiere zugeteilt. Na endlich! Wird doch langsam Zeit, dass ihr heute nochmal antrabt da hinten. Ach, jetzt wollt ihr einen auf Mörser machen. Mit meinen Mörsern stellt euch jetzt hin und mörsert. Ihr seid ein paar Helden, seid ihr. So. Komm, ich hab einen Pionier drauf zu viel. Pass mal auf, dass ich hier einen Panzer auf dem Spielfeld hab. Dann wird's hier aber mal ganz gemütlich für mich. Da hinten wird gecampt. Na dann. Also ich kann mir meinen eigenen Mörser nochmal holen, so ist das nicht, ne? So. Bis jetzt passiert hier nicht viel. Für jemanden, der Ahnung vom Spiel hat. Ich bezweifle, dass er Ahnung hat. Hole ich jetzt erstmal Dings oder. Es steht ein Mörsertrupp zum Einsatz bereit. Mörser abbauen, wir müssen los. So, dann haben wir wieder einen Mörsertrupp. Der kann jetzt wieder zurückmörsern. Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Was muss Stellung wechseln? So, mein Freund, jetzt kommt da der komplette Overrun. Aber der komplette Overrun. Hallo! Nee, die kriegt er nicht. Gut, ziehen wir uns zurück. Ich kann zurück, Mörser, nur du. Verloren. Ja, komm hier ruhig ran. Rückzug. Der hält da schön seine Stellung, das muss man sagen. Worauf er letztendlich wartet, weiß ich nicht. Er hätte die andere Seite schon längst einnehmen können. Komm, den kannst du abknallen, wenn du schaffst. Neue Einheiten bereit zum Bau. Ein Mörsertrupp wurde getötet. Sollen wir etwas bauen?
komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt bin ich dran. Ist das jetzt hier seine neue Masche? Hier immer meinen Mörsertrupp wegzuficken? Ist ziemlich frech von ihm, ne? Ein bisschen. Mein Freund. Der Feind erobert unser Gebiet. Dreh das MG, drehen, 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 drehen. Er klaut schon wieder meinen Mörser. Das ist doch geil. Er ist ihm aber schon klar, dass er nicht gewinnen kann, wenn er jetzt meine ganzen Mörser klaut. Nur weil er meinen Mörser klaut, heißt das noch nicht, dass keiner mehr da ist. Das bringt ihn nämlich gleich gar nichts mehr, weil gleich sagt der Panther nämlich Hallo zu ihm. Ach, da hinten wird gemörsert. Na dann, komm. Mörser, hingehen. Feuer. Toll, jetzt haben wir aber die Schnauze voll hier. Ihr klaut mir immer den Mörser. Ich glaub's nicht, ey. Was ist denn für ein Spiel hier? Company auf, klau den Mörser. Kompanie auf Claudin Mörser. Kompanie auf Claudin Mörser. Herrlich. Bewegung, 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 Bewegung. Die reparieren gerade ihren supergeilen Panzerwagen. Da fühlen sie sich ganz toll mit. Der weiß schon, dass mein Mörser schneller schießen kann. Ich hab hier gleich meinen Panzer. Da 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 dam, da dam, dam, dam. Neben! Treffer! Aua! Lauf nach Hause! Da ist der Panther! Und der Panther, der hat eine Kanone! Und wenn er damit einmal spricht. Wer mörsert denn hier? Unverschämtheit. Schön am Außenrand. Ja, wir ziehen uns zurück. Ja, wir ziehen den Mörser zurück. Ziehen den Mörser zurück. Zieht den Mörser zurück. Lass mich raten. Lass mich raten, sie klauen den Mörser. Na, klauen wir wieder den Mörser? Bams, jetzt hau ich da mal der Panzerschreck rein. So. Ein Pionier sitzt da noch drinnen. Der campt jetzt da drin. Der wartet an der Tür, bis einer reinkommt. Der wird weggemörsert. Kann das sein, dass wir nur auf dieser... Auf diesem... Ja, das war's. GG, Herr Fun. So, jetzt ist lustig. Jetzt haben wir Spaß zusammen. Du und ich und der nette Panther. Du? Hallo, hier ist der Panther, Mensch, Junge! Ich garantiere für einen gepflegten Rückzug. Oh, hier kommt roter Rauch. Ob das jetzt so gut ist, das weiß ich nicht. Ziehen wir uns mal ganz gepflegt zurück. Außerdem warten wir auf die Pioniere. Da war aber jemand frech und hat hier einen Artillerieschlag beordert. Oh, da habe ich aber Angst. So, jetzt zeige ich ihm mal, wie man einen ordentlichen Angriff spielt. Abwarten, abwarten. Sammeln der Infanterie. Abwarten. Sing hier kommt der Panther. Tararam dam, tararam dam, tararam dam, tararam dam. Und vorwärts. Mach mal so lange hin.
Guten Tag, hier kommt der Panther, Kuckuck! Komm, die können wir mit Flammenwerfer ausrüsten, wir haben genug. Das ist jetzt nicht so gut, wenn er nicht rückwärts fahren kann. Den Panzer kriegst du nicht, vergiss es! Wir verlieren gute Soldaten. Denn da hinten steht mein Deckungs-MG! Wenn er das Spiel jetzt mit Mörsern gewinnt. Weg. So. Gut. Es ist wirklich über diese Taktik das Spiel zu gewinnen. Na gut. Ein MG-42-Trupp ist bereit zum Einsatz. Diesmal stelle ich aber hier ein MG auf und dann. Hier wird gemörsert. Ohne Ende. Ich hab Zeit. Oh, das wäre jetzt nicht so gut. Ziehen wir den zurück. Der behunkert nicht euch. Da ist er ja, der Pioniertrupp. Gut, ich hab gedacht, wir sind etwas erfolgreicher. Gut, wenn er da die Stellung hält, bitte sehr. Er verlässt sich auf den Stellungskampf. Jawohl, wir sind zu allem bereit. Panzerabwehrtrupp rückt aus. Sichern den Bereich. Nehmen das Ziel ein. Na, da sollte ich lieber nicht meine Dings hinterstellen. Wird uns gehören. Hier schwerer MG-Trupp. Na komm, ein Stückchen weiter vor. Der Punkt gehört jetzt uns. Mörser wieder besetzen. Neuen Mörser. Und aufladen. Und Rückzug. Kuckuck, hallo. Ach, wir haben ja ein... Vor den Augen am Himmel kann sich der Feind nicht verbergen. Ja, da hinten ist er. Gut. Ja, Grenadiere marschieren. Pioniere, der Schaden repariert sich nicht von selbst. Unterwegs. Geschossen, massakriert. Schweres MG. Oh, mit dem Scharfschützen hat er mich abgeknallt. Der Wahnsinn. Jetzt haben wir mal Schluss hier. Jetzt komm ich ja, aber jetzt habe ich aber mal die Schnauze voll. Jetzt kommt aber der Panther. Jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt kommt der Dicke. Oh, ho, 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 ho. Jetzt kommt der Dicke angelaufen. Da könnt ihr mit eurer schwulen Basisartillerie schießen, wie ihr wollt. Jetzt kommt hier der Panther. Den interessiert das hier alles nicht. So, Mörser geht in Stellung. Aua, kriegt der Panther gleich eins auf die Nase. Hier wird gemörsert ohne Ende. Gut, jetzt machen wir Offensive auf der anderen Seite. Warum er mit seinen Mörsern nicht die Gehäuser zerstört, weiß ich auch nicht. Er hätte schon längst vorrücken können, aber er will das... Ja, jetzt sitzen wir nur noch auf Panzer. Aufklärungsflug steht Ihnen zur Verfügung. Kuckuck! Hat der ein Schwein, dass er meinen Panther nicht wegkommt. Nee, jetzt nicht. Ein Mörsertrupp wurde getötet. Panzer hier. Ein
Ich hab Zeit. In Bewegung. Hol mir den nächsten Panther. Wie können wir helfen? Vorrücken, Trupp. Jetzt habe ich gleich die ganze Karte. Ich habe gedacht, er hat die Punkte ja genommen. Nein, so sieht er nicht. Roland hat wieder die ganze Karte für sich ganz allein. Der Roland spielt für sich. Nur ein kleines gallisches Dorf, was irgendwo hier oben auf dem Hügel liegt, und er freut sich mit seinem Mörser. Der mit den Bams. Jetzt reicht's aber, jetzt setze ich dann in den G-Trupp rein. Panzerschreck stelle ich jetzt hier hin. Hau bloß ab, was bist du denn von mir? Ist ja lustig. Ne, jetzt habe ich hier zwei davon. Kuckuck, hallo. Hey, Grinsekatze. Na, schaffst du zwei? Ich bezweifle, dass du zwei schaffst. Oh, Buggy. Hallo, Buggy. Buggy. Bams. Jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Jetzt ist aber mal gut. Hummer verschwinden. Flankendeckung, Flankendeckung. Hallo! Benjamin! Dich krieg ich jetzt, du bist am Arsch! So, mein Freund, das wird jetzt wehtun. Ja, 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 den opfer ich dafür. Tschüss, Bettjunge! Wuhu! Gut, er hat den anderen Panther auch nochmal gekriegt und jetzt hole ich mir einen neuen. Wir haben einen Panzer verloren. Der saß. Ja, der Vorteil ist auf meiner Seite. Ich habe alles, was ich brauche, um einen neuen Panzer zu holen. Ich habe jetzt gedacht, ich krieg noch einen rausgezogen, weil der tat jetzt weh. Das nehmen wir ein. Er campt da hinten, er campt und campt und campt. Das interessiert ihn einfach alles nicht. Grenadiere melden sich bereit. Ich brauche Besatzung für den Mörser. Rückzug, alles ranholen. Stuka-Bomber aufgetankt und abflugbereit. Ja, genau, bitte dort stehen bleiben. Genau so. Warte, warte, für die Kamera, bitte. Ich würde da weggehen. Na gut, dann nicht. Zu spät. Bams. Jetzt gibt es jedes Mal eins auf die Fresse, wenn ihr da auftaucht. Ja. Keule. Camping. Obwohl ich recht habe, habe ich recht. Sein bester Sack kackt. Ja, das ist natürlich nicht nett. Das ist, wenn er natürlich nicht spielen kann, ist das natürlich nicht nett. Die Panzer schreckt zurück. Ja, also, Munition haben wir. Ach nein, verdammt. Erst den Panther, wir haben es ja, wir können auch den Elefant holen. Pioniere, jawohl, sind in Bewegung. Unsere Widersacher haben noch 300 Punkte. Weiterkämpfen. Ja, wenn er sie natürlich nicht wehren kann, aber ich bezweifle. Ja, jetzt hat er aber kapituliert. Wo hat er denn jetzt gestackt?
Rang 9? Bist du jetzt Rang 9? Warum jetzt Rang 9? Weil ich jetzt ein Spiel gewonnen habe? Wahnsinn! Ich habe ein Spiel gewonnen! Weil der Gegner womöglich noch einen Bug hatte. Ganz toll. Und ich habe Punkte bekommen und eine Kiste. Ja. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Also links die Flanke. Da braucht er mir nicht erzählen, dass er da nur da hinten, nur campt, ja. Dann hätte er auch vorher sagen können, dass er gestuckt hat. Dann hätten wir neu gestartet oder so. Keine Ahnung, dann hätte er so aufgegeben. Wenn er nicht spielen kann, dann bringt es ja auch nichts. Ja. Ich will bloß wieder meinen Sieg schmälern. Weil er hat links die ganze Seite, warum hat er sie nicht eingenommen? Er hätte die ganze Seite einnehmen können. Da stand ein MG-Bunker von mir, nur ein MG-Bunker. Ansonsten nichts. Da verstehe ich nicht, dass man sich jetzt auf einen Trupp verlässt. Dann hätte er den nach Hause geschickt oder durch einen Mörser. Also wenn er das Spiel kennt, hätte ich meinen eigenen Trupp durch einen Mörser abgeknallt. Ach Mann, die Leute lassen mir immer den Sieg nicht. Aber, ja. Nichtsdestotrotz fand ich, er hat gut gecampt und ich habe gut gegen gecampt. Und jetzt bin ich hier Rang 9 und jetzt bin ich ganz toll im 1 gegen 1.